Alles, was ich jetzt nicht anhab, kommt jetzt hier ins Schiff. Genauso wie ich die nicht... Doch, die habe ich ausgewählt. Die habe ich dabei. Laserpistole. Ich habe noch nie eine Laserpistole benutzt. Mal das zum Beispiel. Targan. Die habe ich 5-mal. Noch so ein Laserding. Katar brauche ich nur einmal. Die brauche ich eigentlich auch bloß einmal dabei. Die brauche ich. So. Die alles einmal dabei. Einlagern, 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 einlagern. Warte, den habe ich auch 2-mal. Einlagern. Kleidung. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwann zum Beispiel so einen Chemikalienanzug brauchen. Gibt es in dem Spiel was? Stimmt, es gibt auch eckige Äpfel und Eier. Stimmt, die Wassermelonen. Ach, Raft. Raft haben wir tatsächlich durch. Du kannst ja der menschlichen Begleitung Kleidung anziehen. Oh. Ja, das können wir dann aus dem Schiff holen. Ich lagere jetzt erstmal alles ein. Die könnte ich vielleicht ausrüsten? Schrotflintenpatronen. Oh, ich bin damit immer so heillos überfordert. Ich habe keine Ahnung, was davon ich brauche. Deine Sarah läuft ein Bikini rum? Hier. Ich lese mir dann durch, Susi, aber ich kann mir gerade denken, was vielleicht passiert ist. 0 Kilo? Okay. Aber trotzdem, ich weiß immer nicht, brauche ich Schrotflintenpatronen? Aber ja, ist 0 Kilo, aber trotzdem ist so. Das habe ich noch nie in Spielen verstanden. Ich habe einen ganz schräg gekleideten Barrett. Okay. Ich muss mir mehr zu Starfield angucken, wahrscheinlich. Hier das ganze Essen. Ich meine, das ist ja eigentlich alles Heilung. Aber alles, was ich mir, was ja in meinem Quicktime-Menü ist, der nimmt ja dann immer die richtigen Medipacks, ne? Hier, die nimmt er ja dann immer. Die Sachen nimmt er ja gar nicht. Guck, hier ist zum Beispiel ein Apfel. In eckig. Die Notizen haben wir ja alle gelesen. Das Witzebuch, eins behalten wir bei uns. Falls wir mal schlechte Laune haben, können wir einmal Witzebuch lesen. Muss ich das bei mir tragen? Ah, das wiegt nichts. Okay, guck, haben wir gut aussortiert. Es speichert kurz im Chat. Geht gleich weiter. Okay. Aber danke für den Hinweis, dass wir auch hier ein Inventar haben. Denn
Uhr piepst schneller, wenn der Schutz deines Anzugs nachlässt. Was für eine Uhr. Das links da unten. Die kann piepsen? Okay, ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt hier gleich tot lädt. Captain, die Konstellation. Gib mir mal das ganze Zeug, was du bei dir hast. Wie kann ich dienen? Habe ich gerade gesagt, wie du mir dienen kannst. Alles nehmen. Aber das sind jetzt nicht die Sachen aus dem Schiff. Erlauben Sie mir, Ihnen beim Tragen zu helfen. Okay, er hat nichts mehr. Dieser passiv-aggressive. Ja, es tut mir leid. Aber er ist halt selber schuld. Vasco ist. Oh. Was hier passiert? Nach Boden kaputt. Nein, was habe ich. Nicht so übereilt handeln, Tina. Es geht nicht gut, wenn du hier Hektik machst. Kommst doch mit dem Bauen klar, man kann vieles bauen und ausstatten. Ich habe gerade quasi nur mal die Übersicht gesehen. Da, aber ich glaube, damit muss man sich wirklich in Ruhe auseinandersetzen. Wahrscheinlich kann man ja auch Mist bauen. Das wäre dann blöd. Ich glaube, wir haben aufgeräumt. Sehr gut. Jetzt können wir endlich uns New Atlantis angucken. Guten Appetit, Satan. Lass dir schmecken. Wie baut man denn Mist? Ist mir ja noch nie passiert. Hust. Aha. Es ist also möglich, bis zu bauen. Gut. Sieht ein bisschen aus wie Frankfurt. Hey, Vasco. Was? Kein Barrett? Ach, Indigo-Protokoll mal wieder. Ich weiß nicht, wovon du redest. Was ist das hier für ein cooles Shop? Handelsautomat. Verkaufen. Aber das sind ja. Das ist aber nicht das Schiffsinventar. Ach, da unten. Aus dem Schiffsinventar verkaufen. So. Chat, was wollen wir denn verkaufen? Ja, das können wir zum Beispiel verkaufen. Das kann man nicht verkaufen. Hier können wir Sachen verkaufen. Das 30 Geld. Ich will es nicht kaufen, ich will das verkaufen. Warum steht da unten kaufen? Ich will verkaufen. Thank you.
Händler-Credits. Okay, er hat mir jetzt Geld gegeben. Also ist das hier Verkaufen? Den Arm. Erstmal das, was viel wert ist, verkaufen. Ja, aber da stand doch bei dem Zeug immer Wert 135. Aber das war doch nicht zwar 135 Geld wert. Betrug? Wir haben gerade wieder keinen Soundchat. Es speichert dieser sinnlose Angriff auf eine Chat, alle Mann was trinken. Wird folgen. Wir weisen dir die neuen Aufgaben so bald wie möglich zu. Du, Gummi, wirst deine neuen Pflegeeltern kennenlernen. Meine Eltern sind nicht tot. Sie waren bloß in einem anderen Shuttle. Sie kommen nach. Oh, nun ja, das könnte schon sein. Wir wollen. Helena Chambers. ID SS COM 1327. Bobby? HCHA. Ich war die Stationsverwalterin. Okay. Ich muss den Test sofort bestellen. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Ich befürchte, es wird hier jetzt öfter mal laggen, weil ich habe schon erzählt, HDD statt SSD. Ich wollte aber eigentlich eh nicht so lange machen. Entschuldige mich. Habe ich dich was gefragt? Klauen? Oh, Entschuldigung, Gefängnis. Ich bin weg. Okay, was mache ich hier drin? Search and Yumi? Ah, hallo. Kommst du vielleicht wegen der Stelle? Der Officer da drüben kann bei Kopfgeldfragen helfen. Kopfgeld? Ach, ich denke, es ist okay, wenn du länger machst. Ja, das gefällt dem Social Media Manager auch immer. erzähl. Security Officer in Teilzeit. Ein sehr flexibler Posten. Du kannst im Grunde immer arbeiten, wenn du Zeit hast. Ganz ohne Druck. Wir haben gerade ein paar Lücken im Dienstplan. Macy ist im Mutterschutz, José nach Cydonia ausgeliehen. Alles auf einmal, wie das oft so ist. Also suchen wir jemanden, der die Lücke schließt. Interesse? Naja, eins nach dem anderen. Erstmal muss ich fragen, hast du irgendwelche Security-Erfahrungen? Ja. Natürlich zählt das. Ich meine, du lebst noch. Und Widerstandsfähigkeit ist für einen Beamten eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, mehr brauche ich nicht hören. Dein erster Auftrag ist ganz einfach.
Geh zum Mast und rede mit Agent Platon von Aegis. Es wurde ein Paket an einen toten Briefkasten geliefert und die UC Security muss sich darum kümmern. Er erklärt dir alles. Okay, wir gehen zu Platon. Du weißt schon, Mast. Das militärische, astronomische und scientifische Triumvirat. Scientifische. Das Riesengebäude in der Stadtmitte. Das Hauptquartier der United Colonies? Vielleicht war das Vorstellungsgespräch doch etwas zu kurz. Aegis? Im Grunde der Geheimdienst der United Colonies. Denen geht es darum, Bedrohungen für New Atlantis vorzubeugen. Das ist zwar eine andere Abteilung, aber manchmal arbeiten wir zusammen. Wir legen also Wert auf gute Beziehungen zu ihnen. Erweisen wir Agent Platon diesen Gefallen. Dann hilft er uns vielleicht mal, wenn wir darauf angewiesen sind. Eine Hand wäscht die andere. Naja, du lieferst es zwar hier ab, das heißt aber nicht, dass es auch hier bleibt. Für den Grund musst du Aegis fragen. Mich geht das nichts an. Okay. Alle erkunden die Stadt und Kupfermünze besorgt sich erstmal einen Job. Ist jetzt nicht so, dass ich das Geld bräuchte. Ich glaube, ich habe über 7000 Credits, aber ich meine, müssen alle irgendwie arbeiten. Assassin's Creed Odyssey. Ja? Was du Fragen hast, sag Bescheid. Es läuft doch immer wieder aufs Gleiche hinaus. So, warte, das habe ich jetzt in meinem... hier bei meinen Missionen mit, oder? Das zählt als Sonstiges. Sprich mit dem Servicetechniker des Schiffs. Oh, das. Weißt du, was so ein neues Raumschiff kostet? Mehr als 7.000? Ne, Owen. Das. Desillusion. Okay, ich hätte. Ich wusste, dass ich das Wort nicht hätte nutzen sollen. Ich wusste, dass ich mich verspreche. Das desillusioniert mich. War das jetzt richtig? Ich habe noch keinen Club mit leichten Damen gefunden. Oh, Luca, soll ich mal gucken gehen? Haben wir hier eigentlich schon irgendwelche Fortschritte? Okay, wir haben schon ein bisschen was geplündert. Wir sind schon 49 Meter überladen quasi gelaufen. Okay, okay, okay. Sag doch einfach, dass ich deine Träume zerstöre. Ja, ich wollte es halt so richtig cool ausdrücken. Aber ihr kennt es doch, oder? Ihr wisst schon, bevor ihr etwas sagt oder tut, dass es dumm ist und macht es trotzdem. Und so war das gerade mit diesem Wort. Ich wollte das unbedingt sagen, obwohl ich wusste, dass es in die Hose geht. Wie schon. Erst, das stimmt doch was bei dir nicht. Naja, jetzt habe ich auch so viel verkauft, jetzt kann ich, glaube ich, gerade nicht mehr überladen sein. Entschuldigen Sie, könnte ich bitte auch so einen schicken Hut bekommen? Ich bin beschäftigt. Ich wollte wissen, wo Sie den Hut her haben. Wow. Ja, weitere Gebäude und Dienstleistungen. Haus der Aufklärung. Hooker, ich glaube, das ist es. Haus der Aufklärung. Muss sein, was du suchst. Wir sind die Kinder der Erde. Leider nicht. Ach, schade. Aber das war jetzt so selbsterklärend eigentlich. Aber ich verstehe, du hast es auch so verstanden. Jetzt bringt mich jetzt nicht so viel weiter. Ah,
es sieht schon schön aus. Das muss ich tatsächlich sagen. Hat jemand von euch aus dem Chat Mass Effect gespielt? Da gibt es auch irgend so eine Stadt, die so ähnlich aussieht wie hier. Ich habe es halt selber nicht gespielt, ich habe es nur bei wem gesehen. Aber irgendwie erinnert mich das an so eine Stadt aus Mass Effect. Nee, warte, dort hinten müssen wir hin, da gehen wir jetzt natürlich nicht hin. Der Viewport. Hier gehen wir hin, das ist bestimmt ein Kino. Lädt. Oh, das... Okay, hallo. Aha. Ist in deiner Crew noch Platz? Ballistische Waffensysteme. Ich bin in der Lage, damit gegnerische Schiffe zu durchlöchern. Warum redest du so komisch? Ich verlange nicht zu viel, nur einen gerechten Anteil. Dein Pech. Dein Pech. Die war okay, die kosten Geld. I see. Crewmitglieder kosten Geld. Oh, warte, dieses rote Zeichen dort bedeutet, wir stehlen das, richtig? Das wollen wir natürlich nicht. Leon. Kann ich dir behilflich sein? Oh. Manchmal nervt es mich ein bisschen, dass ich gegenüber nicht auf der SSD von der Masthaltestelle im Botschaftsdistrikt steht ein riesiger Baum. Das klingt vielleicht doof, aber ich finde wirklich, dass man den sehen muss, wenn man in der Stadt ist. Der ist echt cool. Jedenfalls, wenn man Bäume mag. Schönen Tag noch. Ich mag keine Bäume. Was ist das? Auftragsbörse. Gibt's hier Zeitlimits? Ja, verbliebene Zeit. Das heißt, wenn hier nirgendwo... Weil hier ist so... Wenn hier nichts dabei steht, heißt das, das können wir irgendwann unbegrenzt machen? Also solltest du es nochmal spielen, würde ich es neu installieren. Ja, aber ist da nicht mein Spielstand weg? Das speichert es ja in keiner Cloud. Hier, davon gehe ich aus. Ich nehme jetzt die mit. Warte mal, ich nehme... Kann ich einfach alle mitnehmen? Aus ohne die Zeit-Dinger? Anscheinend kann ich mehrere Sachen mitnehmen. Den aktuellen Fortschritt bei der Planetenanalyse erfährst du auf der Infokarte des Planeten auf der Sternenkarte sowie über den Scanner, wenn du auf der Planetenoberfläche bist. Bei Planeten ohne Lebensform reicht es unter Umständen aus, den Planeten aus dem Orbit zu scannen, um die Analyse abzuschließen. Auf den meisten Planeten musst du jedoch landen, um sie gründlicher zu untersuchen. Ja, genau, wir spielen, also ich spiele das über den Xbox Game Pass. Am PC.
Bei Steam? Ja, aber bei Steam hast du ja auch den Cloud-Speicher. Bei der Xbox-App weiß ich nicht, ob die einen Cloud-Speicher dabei haben. Und ich mag's nicht, in Spieledaten rumzuspielen. Also, dass man sagt, ja, kopiere den Ordner dort in den anderen und so. Ich weiß nicht, ich hab da immer Schiss, irgendwas kaputt zu machen. Geldbegleichung. Okay. Warst du mal in Cydonia? Da arbeitet mein Bruder. Habe ich gesagt, ich will mit dir reden? Verzeihung. Die redet von irgendeinem Baum? Barrett frequentiert dieses Etablissement. Er kauft hier häufig Schokolade. Ich habe ihn zwar mehrfach darauf hingewiesen, doch das ist wohl einer der Hauptgründe für sein Übergewicht. Als ob Barrett übergewichtig ist. Hä? Überhaupt nicht. Hinten haben wir noch ein bisschen mehr, falls du etwas nicht findest. Guten Tag! Guten Tag. Danke für deinen Besuch. Sieh dich ruhig um. Ich kann Transaktionen abwickeln. Und wenn du Fragen hast, schieß los. Sieh dich in Ruhe um. Aber der kann ich auch verkaufen? Ah, okay. Hab nur nichts mehr zum Verkaufen. Schick. Ich suche eine blöde dritte Energiezelle und finde sie nicht. So groß ist die alle Station nicht mehr. Der Scanner hilft dir auch nicht weiter. Der Scanner zeigt ja auch teilweise den Weg an, wo du hingehen musst. Sieht aus wie, ja, Fischverarbeiter. So sieht es auch wirklich aus. Julia, wir können ein Witzebuch kaufen. Wollen wir ein Witzebuch kaufen? Den dritten Band haben wir noch nicht. Wir haben nur den zweiten. Hier sind bestimmt neue Witze drin. Wollen wir einfach ein Witzebuch für 78 Geld kaufen? Ja, ich kaufe das jetzt. Danke für deinen Besuch. Für die Qualität ist der Preis gerechtfertigt, Julia. Wir lesen uns jetzt die Witze durch. Wie warte, das ist bei Notizen. Hier, pass auf. Neu. Kommt ein Chunks Chunk in eine Bar, sagt der Barkeeper. Unsere Gäste wollen hier kein Essen, antwortet der Chunk. Na, da bin ich ja beruhigt. Klopf, klopf, wer ist da? Ein Schwert. Ein Schwert wäre. Egal, ist total spitze. Wie viele Atheisten braucht man für den Sexualkundenunterricht? Gar keine, die sind schon aufgeklärt. Was geht einem Mitglied der Freestar-Miliz als letztes durch den Kopf, wenn er einen United Colonies Marine trifft? Ein Laserstrahl. Warum fressen Terromorphs keine Clowns? Die schmecken komisch. Im Gegensatz zu den ersten beiden Bänden lief die dritte Ausgabe von Schlechte Leute, schlechte Witze von Louis Lupin nicht besonders gut. Eine Theorie lautet, dass den Leuten bei ihrem Erscheinen Lupins furchtbare Witze schon zum Halse raushingen. Kann ich gar nicht verstehen. So, Julia.
Hat sich gelohnt? Voll, okay. Also gehen wir auf die Suche nach den Witzebänden. Findest du nicht? Doch, wow. Selten so gelacht. Oh, gehen wir noch kurz zu Starbucks. Wo muss dann Käffchen? Ich habe es mehrfach versucht. Selbst doch ich kann die Koffeinsucht der Menschen einfach nicht quantifizieren. Lähmend, wenn man genau darüber nachdenkt. Es spricht nichts gegen eine kleine Wette. Ein Kaffee ist günstiger als das Buch. Edgar, Latte. Fuß. Damit unser so Leben weitergehen kann. Ja, sorry. Klar. Hey. Oh, wir gehen Zug fahren. Er zeigt mir an, wo die reinkommen. Aber die dritte habe schon alle Türen zugemacht, in der Hoffnung, dass sie irgendwo dahinter ist. Und natürlich suche ich mit dem Scanner, damit sie hervorgehoben wird. Also wenn du es gar nicht findest, dann würde ich einfach googeln. Es bringt dir ja nichts, wenn du da jetzt stundenlang suchst und es nicht findest. Es war dann ärgerlich. Ich meine, im schlimmsten Fall vielleicht ist es verbuggt und die ist irgendwie nicht da oder nicht da, wo sie sein sollte. Weiß nicht. Das ist New Atlantis Transit, kurz die NAT. Der kostenlose Nahverkehr der Stadt. Wir können direkt in den Mast-Distrikt.